from. Come follow me, my man. 1998 präsentiert sich Celtic Brew mit einem neuen E-Gitarristen, Thomas Bertram. Und 2001 wird die CD Not Too Bad aufgenommen. Seit 2008 spielt statt Dennis Brandt Barbara Kranz die erste Geige. Ende 2010 beginnen die Arbeiten an der letzten CD der Celtic Brew Band, Last Orders. Auch wenn nicht immer alles funktioniert, das Ergebnis liegt vor. Celtic Brew hat in den vergangenen 30 Jahren mehrere hundert Auftritte gespielt. Von Wilhelmshaven bis Wien, von Kevela bis Cottbus. In Kneipen und Clubs, auf Benefizveranstaltungen, Stadtfesten und Festivals war Celtic Brew unterwegs.